Einen wunderschönen Abend und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Zumindest habe ich gerade hier Abend, wenn ihr jetzt genau wissen wollt, 21:04 Uhr. Und es regnet mittlerweile nicht mehr. Es hat vorher geregnet ohne Ende. Ihr könnt gerne mal in die Kommis schreiben, was für ein Wetter ihr gerade habt, während ihr dieses Video anschaut. Interessiert mich brennend. Achso, okay, das hatten wir schon mal. Wir haben natürlich wieder ein Upgrade. Schallbatarang. Ah, den kenne ich aus dem zweiten Teil. Der, ja, wie der Name schon sagt, tut er halt Schallwellen aus. Ach nee, warte mal. Nächsten Arkham selbst mal Manschetten und lockt diese Gefolgsmänner. Schließlich können Gegner von wichtigen Orten weg oder entfallen gelockt. Ah, okay, das wusste ich gar nicht, dass es mit den Manschetten zu tun hat. Also es geht dann im zweiten Teil ohne diese Manschetten, weil sie die da nicht mehr haben. Aber ja, reden wir darüber, wenn wir diesen dann irgendwann spielen. Jetzt sind wir auf jeden Fall noch im ersten und müssen zur Bathöhle. Im letzten Part haben wir Killer Croc gezeigt, wo es lang geht. Und ja, natürlich haben wir auch die Sporen aufgesammelt. Die viel wichtigere Sache natürlich. So, jetzt muss ich nur ganz kurz gucken. Hier waren wir ja zwar schon, aber okay, wir müssen hier lang, gell? Ja. Schon wieder ihr. Ehrlich. Ich habe langsam genug von euch, ohne Witz. Oh. Oh, nein. Da hat jemand eine. Oh, ich. Hör auf. Da hat jemand eine Waffe. Das ist gar nicht schön, aber jetzt auch nicht mehr. Ah, Mann. Dieser blöde Messertypi. Bis dann. Und den auch noch kurz mal gekontert, klar. Der hebt sie auf, ist so klug, aber hat da nicht lang was mit anfangen können. Der muss die Treppe wieder hochkommen. Auch nicht schlecht. Ah, noch gekontert, schön. Du wolltest gerade irgendwas aufheben. Zu spät. Den kontert er auch mal noch kurz. Ah, Batman geht schon voll ab. Ist auch mein Lieblings-Superheld. Obwohl ich eigentlich so Superhelden, wenn ich ehrlich bin, so Superhelden oder halt so Comics oder so, habe ich früher eigentlich nie so wirklich gelesen. Oder was heißt früher? Ich bin jetzt auch gerade mal 16, also so früher ist das. Preußen. Wir müssen uns beeilen. Ja, was ich sagen wollte, ich habe jetzt nie oder ich lese nie wirklich so Comics oder so, weil ja, habe mich nicht wirklich für interessiert. Aber wenn es um Superhelden geht, dann ist Batman auf jeden Fall. Ich bin so dumm. Ich bin so blöd. Dann ist Batman auf jeden Fall derjenige, der mir am meisten irgendwie gefällt, weil ja, dunkler Rächer und so, kommt schon cool. Ey, haben wir die überhaupt schon gescannt? Nee, hab ich voll übersehen. Aha. Ich glaube, ich muss mir die in Ruhe nochmal alle nacheinander durchhören. Weil ich blick da gar nicht durch. Ah, und schon wir sind wieder sozusagen in der Betthöhle. Ja, und zwar, also das mit Batman, also ich spiele das Spiel jetzt auch nicht nur, weil ich Batman so mag oder so, weil ja, wie gesagt, mit Superhelden hatte ich jetzt nie so wirklich was zu tun. Sondern weil mir das Spiel einfach gefällt. Also ich habe das mal von einem Freund halt so als Geheimtipp sozusagen habe ich das mal bekommen. Da habe ich mir gedacht, oh ja, probier es halt mal aus. Und dann fand ich es echt ganz geil. Und habe mir dann gedacht, oh ja, könnt schon mal LP'n. Und die anderen Teile sind genauso geil, also.
schwierig und es produziert kaum Gegenmittel. Und die guten Nachrichten? Die Chemikalie wird Ivy sicher aufhalten. Sie könnte auch die Titanverwandlung umkehren. Ich muss noch einige Tests durchführen, um sicher zu sein. Der Computer soll noch mehr durchführen, aber ich muss jetzt raus und Ivy suchen. Gott sei Dank, Ihre Pflanzen haben den Gotham River erreicht. Oh nein, die Bathöhle. Nettes Spielzeug. Ultra Battler. Upgrade der Battler. Kann drei Haken auf einmal abfeuern. Zusätzliche Befestigungspunkte erlauben es, aus der Entfernung strukturierte Schwächen in der Bausubstanz einzureißen. Nettes Teil. Das wir jetzt bestimmt gleich brauchen werden. Bin ich mir sowas von sicher. Ja, brauchen wir. Und zwar ist es... Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ist einfach... Ah, da, Ultra Battler. Bäm! Ziehen! Und... So leicht geht's. Treten. Braucht keiner. Schafft er das? Ja. Nein. Besser gesagt. Ach, dann flieg mal halt einfach von hier oben, genau. Oder spring. So. Ja, und wenn ich ehrlich bin, ist es auch einer der besten Spiel, also ja, Spielumsetzungen als Film, jetzt nicht unbedingt, aber als Comic und Film halt. Weil es gibt ja auch manche Spielumsetzungen, ja, da graust es einem ja, wenn man so spielt. Aber diese Spiele, muss man wirklich sagen, gute Arbeit. Gute Arbeit. Ich glaube auch bei einem dritten Teil hat, glaube der Entwickler gewechselt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber nicht, dass ich euch da jetzt irgendeinen Scheiß erzähle, deswegen bleiben wir bei diesem Teil. Denn wir müssen Poison Ivy aufhalten. Alter, wie ramponiert Batman ist. Also richtig übelst und ich glaube, ich habe übelst einen Fehler gemacht, oder? Es sieht mir danach aus. Hä? Was muss ich denn dann tun? Ja, also mehr als fliegen kann er ja nicht, oder? Probieren wir es nochmal. Ah, es sieht schon etwas... Jetzt geht's. So, die Riddler-Trophäe mitnehmen, die geschenkt ist. So. Ja, aber wie ramponiert er aussieht. Wir müssen mal gucken hier. Hat da ein bisschen Blut im Gesicht, dann da überall Einschusslöcher, aufgerissene Kleidung, der Umhang ist auch, lässt zu wünschen übrig, sagen wir so, und ich bin so dumm. Wie kann man denn so blöd sein, als ob das Batman schafft? Ja, komm. Sorry, Bats. Gerade mache ich dich ein bisschen fertig. Oh, nee. Okay, dann halt nochmal. Das ist halt die Strafe dafür, wenn man so Scheiße baut. Es sieht Batman halt nicht ein. So, jetzt aber. Natürlich müssen wir da oben müssen wir natürlich mit dem Line Launcher, wie man ihn ja so gern auf Englisch dahin geschrieben hat, kein Plan warum. Darüber ist ja eigentlich ganz logisch. Dann gucken wir mal kurz durch dieses schöne Loch, haben aber keine Zeit dafür, denn wir müssen Ivy aufhalten und vor allem geht's da sowieso weiter. Ach, da hoch. Nein, nicht. Jawohl, wir können ja mal gucken. Ja, bringt uns nicht wirklich viel hier zu sein. Schöne Aussicht, aber wie gesagt, wir haben keine Zeit dafür. Deswegen weiter. So, und dann nochmal der schöne Line Launcher ausprobieren. Wie weit geht denn der eigentlich? Hey? Und weiter geht's. Voll...
Voll das Labyrinth. Ach, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Halt dich, Batman. Ach, da hätte ich jetzt auch halten können. Also auf ein neues. Ah, sieht doch schon viel besser aus. So, da hoch wieder. Wieder durch die Kanalisation. Ich hoffe nicht, dass sie den gleichen Trick schon wieder machen. Das wäre echt schlimm, wenn hier jetzt nochmal welche sind. Aber die liegen ja noch hier, also kann ich mir das fast nicht vorstellen, sehe ich. Oh, aber jetzt sind die Pflanzen überall. Hey, war das schon immer da? Das geht da. Nee, oder? Bin ich jetzt blöd? Einmal auf Leertaste unten ist es. Auch nicht schlecht. Aber da gibt's nur die Ritter-Trophäe. Hab ich das echt jedes Mal übersehen? Bin ich dumm? Ja, scheint so. Können wir das echt nicht mit gar nichts kaputt machen, weil das ist immer noch nicht sicher, dass wir das irgendwie, bevor es uns angreifen kann, wir es töten können. Das ist immer ein bisschen blöd. Das trifft uns fast immer. Ja. Seht ihr? Und dann auch noch mit zwei. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also da muss es irgendeinen Trick geben, den ich aber noch nicht so wirklich raus habe. Oh, und wieder hier. Hilfe, 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 nein, nein. Ach so, wir können dem ausweichen, wenn wir. Na toll, das hätte mir vielleicht mal jemand sagen können. Ich hab gedacht, das ist wie Lenkraketen, die hören nie auf uns zu jagen. Oh je, wie war das noch? Oh, das ist jetzt grün. Ach, das meinte er. Der liebe Batman. So, jetzt weichen wir dem aus. Ja, oh, das greifen sie erstmal gar nicht an. Ja, ganz toll. Ist halt auch klug. Oh nein, nein. Hör auf. Das trifft uns jedes Mal. So, und da hoch. Ach du Scheiße. Das hier ist alles Titan. Und ihr habt ja gerade gehört, was passiert, wenn es voll ist. Ach du Scheiße. Joker, du kannst nicht lassen, oder? Hä? Wo? Wo? Ist schon wieder so. Nein. Diese Dreckspflanze. Ich hasse dich. Und Ivy. Diese auch noch zu dem macht, was sie sein sollen, hasse ich noch viel mehr. Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht. Wo geht's denn eigentlich weiter da oben? Ja. Nein, weil davor springt Batman einfach mal in die Tiefe. Na, ganz toll. Deaktiviere den westlichen Pumpenraum. Deaktiviere den östlichen Pumpenraum. Sichere den Pumpenkontrollraum. Warum springe ich jedes Mal da? Ja, verplante Folge halt wieder. Ich weiß leider aber absolut nicht, warum ich so verplant bin. Aber jetzt habe ich eigentlich immer noch keinen Plan, was weitergeht. Da hinten kommt man zwar zu einer Riddler-Trophäe. Das da vielleicht? Sieht so aus, ja.
Sieht man nicht, wo die P Kontrollräume. Ah ja, wenigstens das, okay. So. Das ist ja da, wo wir gerade sind. Wo sind die? Vier Gegner. Wo hast du denn die geortet, bitteschön? Ich sehe absolut keine Gegner. Ach, da oben. Da droben. Na dann. Mach auf das Ding. Hallo Leute. Ich glaube zwar, dass wir da als letztes hin müssen. Oder als erstes. Könnte natürlich auch sein, aber ich glaube, wir müssen da als letztes hin. Aber mal schauen. Auf die Fresse haben sie sowieso verdient, also von dem her. Machen wir keinen Fehler, sagen wir mal so. Schön, Combo hier. Ja, Combo vorbei. Toll. So, noch kurz hier kontern. Und den hier noch. Boah, der war schön. Der war schön. Das glaubst auch nur du, Joker. So, wir haben schon mal das Erste. Wie es jetzt weitergeht, habe ich keinen Plan. Ich denke mal hier weiter, oder? Tonband, ein Tonband. Dieser Croc. Den wir natürlich noch nicht besiegt haben. Nur weil der da runtergefallen ist, ist er, glaube ich, nicht gleich tot oder sonst irgendwas. Oh Mann. Ehrlich. Druckregelanschluss. Oh Mann, ich wollte eigentlich den anderen. Der hat nämlich eine Waffe. Ach, was soll's. Der kam, glaube ich, noch nicht mal zum Blinzeln, von dem ist egal. Alter, was für Handy der hat. So, und jetzt können wir uns also entscheiden, ob. Ah, den Ort kenne ich. Aber egal. Werdet ihr früh genug erfahren, warum. Oder was heißt früh genug, dauert schon noch ein bisschen. Aber was soll's, auf jeden Fall, ja, ist eigentlich egal, in welche Richtung wir gehen, deswegen gehen wir jetzt einfach dahin, weil ich halt, ja, gerade dahin gegangen bin. Hat jetzt keinen näheren Grund. Also, ich gehe jetzt nicht gern nach Osten oder sonst irgendwas, sondern ja, Kontrollraum. So, und hier ist wieder die Action am Start. Wir hatten noch nicht so viel davon, deswegen mache ich mal das noch in den Part rein und danach würde ich sagen, machen wir dann im nächsten Part weiter. Ich hoffe nur, dass wir hier relativ gut durchkommen. Das sehen wir dann, ja. So schon mal gar nicht. So, ich gehe erstmal da drauf. Auf die kommen wir wieder, gell? Gott sei Dank. So, jetzt passt auf. Was macht der Schall-Batarang jetzt genau? Der bringt den da hin.
Okay, das bringt uns gar nichts. Toll. Das freut mich natürlich umso mehr. Da unten sind jetzt. Was ist denn das für komisches Gaszeug? Ah, das ist Wasser. Sehr komisches Wasser. Ah, scheiße, die gehen jetzt zusammen. Das hasse ich. Wie viel sind denn das? Da sind, ist auch nochmal einer. Dann gucken wir uns erstmal den da an. Hey, da ist eine Chronik von Arkham. Das habe ich gerade im Augenwinkel, glaube ich, gesehen, oder? Ja, genau. Ja, genau, jetzt geht da runter zusammen. So, und du gehst jetzt da runter. Ja, genau. Genau, so muss es sein. Hoffentlich läuft er hier vorbei, dann könnte ich ihn mir holen. Von hier oben. Ja. So. Der erste wäre schon mal ausgeschalten. Nur ich hoffe, dass die jetzt nichts. Komm, komm, ich krieg neun. Komm, ich krieg neun. Komm, ich krieg neun. Fuck. Das so gut war. Ob das so gut war? Mach schneller, Batman. Den auch noch, komm. Scheiße, nein! Nein! Nein, 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 nein. Scheiße. Nein! Nein! Scheiße! Haben sie gut gemacht. Muss ich leider ehrlich zugeben. So, und da ich jetzt schon gesagt habe, dass wir das jetzt noch in den Part reinmachen. Egal, wie lange es dauert. Egal, wie lange es dauert. Muss ich das jetzt halt noch da rein machen. Ich stehe da unten alleine eigentlich. Ja, dann holen wir uns den da zuerst. Batman, lass los! Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. Boah. Ich war gerade schon am Abschließen von meinem Leben, ey. Weil der so blöd mit dem Enterhaken da gezielt hat. So, die zwei bleiben da. Ah ne, okay. Ich habe gerade schon gedacht, die bleiben da wie eingefroren stehen. Ich probiere es jetzt trotzdem nochmal. Aber ja. Nein, 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 nein. Du siehst mich nicht. Das ist alles nur ein Gespenst. Das ist alles nur ein Gespenst. Ich bin gar nirgends. So, wie viel sind's denn jetzt noch? Sechs Gegner. Zwei unten, na, einer unten und alle anderen oben. Alle oben. Ich glaube, es ist eine gute Idee, den jetzt zu holen. So. Habe ich doch gar gemacht. Oh, da kam gerade nochmal einer her. Ich hoffe, der andere sieht es nicht. Gut, dass er es erstmal nicht blickt, der Depp. Sind die dumm, ey, manchmal. So, noch insgesamt vier. Ja. So, der ist da oben. Alleine. Ist natürlich schon gut. Und der läuft auch alleine. Noch besser. Nein, warum? Warum? Warum hat er das jetzt gesehen? Ich bin gleich tot. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bitte kein Scheiß, bitte. Kein Scheiß.
Die sind gut. Die sind richtig gut. Und leider so gut, dass ich jetzt doch einen Cut oder ein Ende machen muss für diesen Part, denn sonst wird er echt wieder zu lang. Dann machen wir es halt im nächsten Part. Sorry, Leute. Aber muss sein. Aber dann gibt es schon mal im nächsten Part doppelt so viel Action. Also, dann freut euch auf den nächsten Part. Ich mich genauso. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Bei Batman Arkham Asylum. Noch einen schönen Tag und bis dann.